Schön, dass Sie heute hier sind zum Tag des Friedhofs, der unter dem Motto im Gedenken, im Gedanken steht. Auf dem Waldfriedhof 418. Das Ziel des Friedhofs haben wir in den vergangenen Wochen viel engagiert aufgewiesen, diesen Tag heute gut vorzubereiten. Und haben auch gute Ideen entwickelt, um Ihnen diesen doch besonderen Ort mit all seinen Angeboten auch näher vorzustellen. Doch wie kam es denn überhaupt zu diesem Tag des Friedhofes? Ins Leben gerufen wurde dieser Aktionstag, der im gesamten Bundesgebiet auf zahlreichen Friedhöfen stattfindet, im Jahr 2001 vom Verband der Deutschen Friedhofsgärtner. Die Idee hierbei wurde aus dem Wunsch herausgeboren, den Menschen den Friedhof als ganz besonderen Ort näher zu bringen. Denn der Friedhof ist viel mehr als nur ein Bestattungsort. Er ist ein Ort der lebendigen Erinnerung, der Ruhe, auch teilweise der Erholung, eine grüne Oase auf jeden Fall. Ein Ort der Begegnung, ein Ort der Kunst und Kultur, wie beispielsweise hier auch aus dem Skulpturenpfad gibt, der bis Mai 2023 ausgestellt wird. Ein Ort aber auch der lokalen Geschichte und natürlich ein Ort der Trauerwelt. Und daher auch von mir ganz herzlich für alle Trauernden und Bürgerinnen und Bürger und Familien, die auch in diesem Jahr einen wichtigen Menschen verloren haben, ein herzliches Beileid. Sie sehen, der Friedhof übernimmt zahlreiche und wichtige Funktionen für uns und alle Generationen im Zell. Friedhöfe sind hierbei ein wichtiger Teil des Städte- und Gemeindelebens. Und das gilt wiederum für alle Generationen. Denn gerade auch für beispielsweise Kinder ist es doch recht spannend, sich bei den altersgerechten Aktionen an diesem Tag mit dem Friedhof als Teil oder Bestandteil des Lebens auseinanderzusetzen. Und für mich persönlich ist es auch immer, wenn ich dann auf den Friedhof komme, denke ich, okay, da habe ich noch einen Weg, um das wirklich auch emotional zu verarbeiten. Aber ich denke, jeder hat andere Emotionen natürlich, wenn er auch auf einen Friedhof geht. Und der Friedhof ist jetzt besonders auch in Marichzell natürlich ein friedlicher, hier aber auch sehr schöner naturnaher Raum, in dem sich Menschen begegnen können. Miteinander ins Gespräch kommen können und durchaus auch miteinander lachen können oder zumindest sich auch ins Gesicht gegeneinander lächeln können. Auf dem Waldfriedhof findet der Aktionstag jetzt nach dem Jahr 2019 und zum zweiten Mal statt. Und die erste Veranstaltung hat gezeigt, wie gut das Thema auch bei den Menschen angekommen ist, wie hoch das Interesse war und dass es auch letztendlich ganz elementare Themen sind, die mit dem Friedhof in Verbindung gebracht werden. Liebe Besucherinnen und Besucher, heute lernen Sie den Friedhof dadurch auch als Ort des Lebens kennen. Herr Schiller, der Helfer der Dreves und das gesamte Friedhofsteam sowie die Mitarbeiter der technischen Betriebe, an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für die ganze Mühe, haben ein tolles und gutes Programm zusammengestellt. Darüber hinaus darf ich, wie in so vielen Reden, auch hier in der Charisma-Stiftung von Genomschi, die auch heute persönlich da sind, ganz herzlich bedanken, dass Sie auch dieses wichtige Projekt für Rabenzell auch unterstützen. Zudem möchte ich mich aber auch für das große Engagement bedanken beim Bestattungsinstitut Keller, bei der Familie Keller, beim Bestattungsinstitut Koller, Inhaber Thomas Schäuble, bei Steinmetz Innung und den Steinmetzen Dragan Golcerik und Vinzenz Becknick, beim Hospizverein Marichzell für Stockach und Umgebung e.V. Aus meiner Sicht ist es hier ganz wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher neue Eindrücke gewinnen, den Friedhof als sowohl Begräbnis, Erinnerungs-, aber auch Begegnungsstätte kennenzulernen und schätzen zu lernen. Und ich denke, mit diesem tollen Programm, das heute hier geboten wird, kann dieses auch gelingen. Im Anschluss gibt es nach der gottesdienstlichen Eröffnungsfeier der Kirche, gibt es mit Herrn Dreves eine Führung. Dann wird es weitere Führungen geben mit dem Herrn Kollema, aber auch mit Herrn Gemeinderat Christoph Stahl. Das Motto Erinnerungswert, Kulturgeschichte, interessante Grabstätten auf dem Waldfriedhof ist ebenfalls gelungen. Im Innenhof haben wir noch ein Kinderprogramm und die Verpflegung wird heute durch den Musikverein durchgeführt und ich konnte noch einen kurzen Blick abschauen, aber es sieht schon sehr lecker aus. Nun wünsche ich Ihnen einen guten Aufenthalt mit vielen Gesprächen
wertvoll einfügen auf diesem ja für eure Zelle auch wichtigen Ort des Waldfriedhofs. Danke, dass ihr heute da sind und nutzen Sie das Angebot und ich freue mich auch auf das Gespräch. Vielen Dank. Ja. Hier heute im Themenpark am Tag des Friedhofs in Radolfzell stellen wir das Thema Meine Erde, Reerdigung im Kreislauf der Natur vor. Die Reerdigung ist eine neue, in Deutschland zugelassene Bestattungsart. Bisher kannten wir ja nur die Erdbestattung oder die Feuerbestattung. Die Reerdigung bedeutet die Transformation zur Humuserde. Bedeutet in sich, dass der Ansatz eigentlich einer Feuerbestattung übernommen wird, aber viele scheuen sich vor dem Krematorium. Auch die CO2-Frage bildet für viele jetzt in neuester Zeit ein störender Faktor für die Entscheidung einer Feuerbestattung, sodass ein Unternehmen, Meine Erde, neu in Deutschland eingeführt hat, die Reerdigung. Bei der Reerdigung wird man in Tüchern gewickelt auf einem Substrat, das ein Gemisch darstellt aus Stroh und Heu, gebettet. Und innerhalb von 40 Tagen gelingt es, in einem Concord, dann letztendlich die Transformation zur Humuserde. Klar, die Frage stellte ich mir auch, was ist mit den Gebeinen? Für mich nicht vorstellbar, dass Gebeine in 14 Tagen letztendlich sich transformieren. Die Gebeine werden wie bei der Kremation, der Feuerbestattung verfeinert und zu der Humuserde gemengt. In dem ganzen Vorgang wird kein Sarg verwendet. Es wird lediglich ein Sarg zum Transport des Verstorbenen verwendet, da es die Transportvorschriften vorschreiben, aber nicht selbst zu nachher der Transformation zur Humuserde. Mit der Humuserde vermengt, mit den verfeinerten Gebeinen, wird man dann auf einen Friedhof überführt, wo dann diese Erde ausgetragen wird auf einem Grab und wünschenswerterweise der Gedanke noch, in dieser Erde ein neuer Baum keimen kann. Ja, preislich soll eine Reerdigung 2.100 Euro sich belaufen. Ja, unter Berücksichtigung des Wegfalls des Sarges und der Kremation glaube ich nicht daran, dass es natürlich derzeit unter den quantitativen Möglichkeiten sein wird, dass es was zu gleichen Preis leistet. Das denke ich mir nicht. Ich denke selber, dass wir, ich vermute, um die 1.000 Euro höhere Kosten haben wie bei einer Kremation, einer Feuerbestattung. Gehe ich davon aus. Vergleichbar wie bei jeder Neueinführung einer Alternative, die umweltfreundlicher sein soll, ist natürlich die Flächendeckung da ein großer Punkt. Denn so weit wie derzeit dieses System auseinanderliegt, glaube ich persönlich nicht daran, dass es CO2-neutraler derzeit noch ist, als in das nächste Krematorium im Umkreis von 20 Kilometern zu fahren. Das wird sicherlich erst, wenn die Nachfrage steigen wird, so sein, dass dann entsprechend überall Reerdigungszentren sein werden, auf Friedhöfen oder beim Bestatter in den Häusern, die dann zugelassen sein müssen, dass dann eine aus meiner Sicht umweltfreundlichere und nachhaltigere Transformation des Verstorbenen gelingen kann. Im Moment erachte ich das aufgrund der Flächendeckung noch als Wunschgedanken. Für die Zukunft sicherlich ein Aspekt, der zeigen wird, ob eine Bestattung der Reerdigung angenommen wird. Ja. Im Grundsatz aber glaube ich, wie vieles nicht mehr ein Trend darstellt, sondern tatsächlich ein Wandel sein wird.